Was gibt es Neues aus der weltweiten Quavitracks Community? Wir waren für euch im Internet unterwegs und haben die beliebtesten Social-Media-Kanäle durchforstet und sind auf allerhand verrückte Ideen für eure Kugelbahn gestoßen. Hier kommen unsere 5 Fundstücke des Monats. Die Reihenfolge ist keine Bewertung von uns, sondern einfach eine Aufzählung. Den Start unserer monatlichen Clipshow macht dieses Mal ein rekordverdächtiges Video aus dem Kanal Eric M. Quavitracks. Zusammen mit Quavibahn hat er es geschafft, einen 5 Meter hohen Turm zu bauen. Das ist absoluter Rekord. Nicht nur die Größe ist beeindruckend, sondern auch die vielen abwechslungsreichen Ebenen. Hut ab an dieser Stelle für den Einsatz der 2 Jungs. Ab Sekunde 37 sieht man, wie die Kugel jedes Level durchläuft und man erhascht einen kurzen Blick auf die Sicherung des Turms. Mittels einfacher Schnüre wurde er vor Wind geschützt. Schöne Looping-Szenen begeistern uns genauso wie geniale Drops, zum Beispiel bei 1 Minute und 50 Sekunden. Nach über 2 Minuten hat die Kugel ihr Ziel fast erreicht. Vorher gibt's aber nochmal was fürs Auge. Mit einem Fall aufs Trampolin springt die Kugel ins Ziel. Perfekt! Vielen Dank für diese unglaubliche Bahn. Schauen wir weiter zum Kanal Luffy Quavitracks und dieser tollen Bahn auf 30 Bodenplatten. Nach einem relativ ruhigen, aber abwechslungsreichen Start gelingt ein 6-facher Trampolinsprung bei 1 Minute und 47 Sekunden. Danach rollt sich die Kugel zum absoluten Highlight. Bei 1 Minute und 54 Sekunden sehen wir, wie eine durch den Jumper ausgelöste Schiene eine Reihe von Kugeln freilässt. Diese rollen scheinbar unkontrolliert über transparente Platten. Doch tatsächlich schafft es eine Kugel und wird von der Gausskanone angezogen, bereit, eine neue Kugel auf die Strecke zu bringen. Super coole Idee und klasse umgesetzt. Vielen Dank dafür! Auch die nächste Bahn aus dem Kanal Quavitracks beeindruckt uns schwer. Auf 36 Bodenplatten wurde hier etwas Großes geschaffen. Über 5 Minuten lang rollt die Kugel auf einer mega kreativen und abwechslungsreichen Bahn. Schön anzusehen ist der Streckenabschnitt ab 1 Minute und 35 Sekunden, der einem Kolosseum gleicht und sogar mehrfach bespielt wird. Schauen wir auf 2 Minuten und 34 Sekunden. Hier wird eine neue Kugel auf einer höheren Ebene ausgelöst. Unten angekommen beginnt das Spiel von vorne. Eine Kugel in Warteposition aktiviert den Tip-Tube. Super umgesetzt. Ab 4 Minuten und 40 Sekunden sieht man auch sehr schön, wie gut hier mit verschiedenen Ebenen gearbeitet wurde. Vielen Dank für die tollen Aufnahmen. Hüpfen wir zum nächsten Kanal von Quavibahn und schauen uns einen schönen Slow-Motion-Zusammenschnitt von 20 Quavitracks-Tricks an. Hier jagt ein schöner Moment den nächsten. Wie hier bei 1 Minute und 40 Sekunden. Die Kugel wird durch die Gausskanone über den Jumper direkt in den Dipper katapultiert. Nur wenige Sekunden später hüpfen 3 Kugeln supersynchron über mehrere Trampoline. Durch eine gewisse Neigung kann eben auch eine Kurve geschickt gemeistert werden. Sehr schön fürs Auge ist der Wasserfalleffekt mit 3 Vulkanen bei 2 Minuten und 34 Sekunden. Herzlichen Dank für diese tolle Trickshow! Unser letzter Clip kommt diesmal aus dem Kanal The Rolling Ball Marble Runs und bietet zum Abschluss nochmal einen schönen Ruhemoment, begünstigt durch meditative Musik. Für die Kugel geht es knapp 2 Minuten lang hoch und runter. Besonders gut zu sehen ist das ab 46 Sekunden. Viele Kaskaden befördern die Kugel bis auf die Turmspitze. Von dort geht's wieder nach unten und direkt weiter auf einen kolosseumartigen Streckenabschnitt. Eine gelungene Bahn braucht nicht immer viel Action. Wirklich ein toller Clip. Herzlichen Dank dafür. Alle 5 Clips dieses Monats haben auf besondere Art gezeigt, was man alles mit Quavitracks machen kann und dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Wir sagen Danke und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Quavitracks Community. Wenn ihr auch aktive Quavitraxer seid und eure Bahnen zeigen wollt, dann schreibt den Link zu eurem Video gerne in die Kommentare. Wir schauen dann sicher mal vorbei.